Hallo miteinander. Ich mache hier eine Kritik zum Krassbeitrag in der Fernsehkritik-TV Folge 81, in der viele Erklärungen fachlich falsch sind und manches auch schlichtweg erlogen ist. November im ZDF. Blöd nur, Herr Kleber, dass sich die Behauptung über die frühzeitige Himalaya-Schmelze komplett als Schwindel herausgestellt haben. Und auch Anfang 2010 über den Himalaya-Gletscherschwindel mehrfach berichtet worden ist. Diese Information scheint aber wohl Klaus Kleber komplett auszublenden. Die Manipulation des Autoren beginnt schon damit, dass zwischen Climategate und der fehlerhaften Jahreszahl zum kompletten Abschmelzen der Himalaya-Gletscher im Weltklimabericht miteinander in Verbindung gebracht werden. Dabei haben beide Sachverhalte keine gemeinsame Verbindung. Des Weiteren ist dieses Bild, das angeblich die New York Times zeigt, eine Fälschung und manipuliert den Zuschauer weiter. Das Salatkritiker erweckt den Eindruck, als hänge beide zusammen und das Climategate bewiesen hätte, dass alle Klimaforscher Lügner und Schwindler wären. Schauen wir uns Climategate genauer an. Nachdem die gehackten E-Mails von führenden Klimaforschern der University of East Anglia in 2009 veröffentlicht wurden, hatten 6 Untersuchungen die Vorwürfe überprüft. Alle Untersuchungen stimmten überein, dass sich die Forscher der Climate Research Unit keine fachlichen Fehler erlaubt hatten und es konnten keine Manipulationen nachgewiesen werden. Schauen wir uns die Untersuchungen im Detail an. Das Science and Technology Committee des britischen Unterhauses stellt fest: Wir bestätigen, dass es für Professor Jones äußerst frustrierend gewesen sein musste, da er wusste, dass die Datenabfragen nur den Sinn hatten, seine Arbeit zu untergraben. Und weiter: Selbst wenn Daten, die das CRU benutzt hat, nicht öffentlich zugänglich waren, die meisten sind es, oder die Methoden nicht publiziert werden, die aber veröffentlicht wurden, sind die veröffentlichten Ergebnisse dennoch glaubwürdig. Die Ergebnisse des CRU stimmen mit internationalen Daten überein. Die Untersuchungskommission der University of East Anglia und der Royal Society stellt fest: Wir konnten keine Beweise finden, dass es irgendwelches bewusstes Fehlverhalten bei Arbeiten der Climate Research Unit gegeben hat. Und wenn es sie gegeben hätte, hätten wir sie vermutlich auch entdeckt. Die Untersuchungskommission der Pennsylvania State University beschäftigt sich speziell mit Dr. Michael Mann und schreibt im Abschlussbericht: Noch spezieller hat die Untersuchungskommission ermittelt, dass sich Dr. Michael E. Mann nicht an Aktionen, die ernsthaft von akzeptierten Methoden innerhalb der Wissenschaft abweichen, beteiligt hat. Auch die Kommission der Independent Climate Change E-Mails Review sprach die Wissenschaftler frei. Zu den spezifischen Vorwürfen, die gegen das Verhalten der CRU-Wissenschaftler erhoben wurden, stellen wir fest, dass deren Härte und Ehrlichkeit nicht in Zweifel stehen. Des Weiteren konnten wir nicht feststellen, dass deren Verhaltensweise einseitig von Dritten festgelegt wurde. Im Besonderen konnten wir keine Beweise für ein Verhalten finden, das eventuell die Ergebnisse des IPCC-Berichtes beeinflussen könnte. Die Untersuchung der International Science Foundation befasste sich auch speziell mit Dr. Michael Mann. Die zur Frage stehende Forschung wurde ursprünglich vor über 10 Jahren beendet. Obwohl die Daten des Beschuldigten immer noch vorhanden sind und im Fokus einer wichtigen kritischen Untersuchung stehen, konnte kein direkter Hinweis gefunden werden, der darauf hindeutet, dass der Beschuldigte die benutzten Rohdaten für seine Forschung selbst erstellt oder gefälscht hat. Die 6. Untersuchung stammt von der Environmental Protection Agency, das Umweltschutzministerium der USA. EPA hat vorsichtig jede CRU-E-Mail überprüft und keinerlei Hinweise auf eine ungehörige Datenmanipulation oder eine Fehldarstellung der Ergebnisse gefunden. Sie kritisiert des Weiteren die Berichterstattung der Medien. Nachdem die E-Mails veröffentlicht wurden, basierte die mediale Berichterstattung auf unbegründete Verschwörungstheorien und aus dem Zusammenhang gerissene Aussagen. Selbst die EPA erkennt an, dass der Klimawandel real ist und jetzt passiert. Auch Klimaskeptiker werden aufs Schärfste kritisiert. Einige Menschen haben sich die Rosinen aus dem Kuchen gepuckt und an einer Hand kleiner Auswahl an CRU-E-Mails über die Aussagekraft von Klimaforschung vage, unbegründete Schlüsse gezogen. Warum nimmt Herr Hoffmann einen Skandal, der nie einer war und nie sein wird, als Stimmungsmache? Gletscher gleichen ihre Extreme aus. Ohne den tiefgekühlten Wasservorrat drohen extreme Wechsel von Flutkatastrophen und Dürre. Kommen wir zu der Gletscherschmelze des Himalayas. Herr Kleber sagt, dass durch schmelzende Gletscher, Dürre und Hochwasser in Indus, Ganges, Brahmaputra und in großen Flüssen Chinas durch den Klimawandel schlimmer werden. Man kann sicherlich über die Folgen der Gletscherschmelze streiten, aber dass sie passiert, ist Fakt. Das ZDF hat es weiterhin die Zahl 2035 nicht ein einziges Mal in den Mund genommen, aber um zu suggerieren, dass die Gletscher gar nicht schmelzen, bedient sich der Solarkritiker dem Fakt, dass die Jahreszahl der Gletscherschmelze im 4. Jahr Sachbestandsberichtes des IPCC im Jahr 2010 korrigiert wurde.
Der Intergovernmental Panel on Climate Change, selbst ist der Weltklimarat der Vereinigten Nationen, betreibt keine Forschung, sondern trägt Forschungsergebnisse zusammen. Der Fehler wurde aus dem WWF-Nepal-Report übernommen und die Zahlen des WWF entbehren jeglicher Grundlage. Man kann es für schlecht halten, wie so eine falsche Zahl es in den Weltklimabericht schafft. An dem Fakt, dass die Gletscher im Himalaya schmelzen, ändert das nichts. Die Gletscher ziehen sich überall zurück und wie man am Beispiel am Gangotri-Gletscher und vielen anderen sehen kann, sind auch im Himalaya die Rückzugsraten der Gletscher alarmierend. Gletscherschmelze wird nicht nur auf den Klimawandel zurückgeführt, auch regionale Begebenheiten wie der Ruß in der Luft beeinflussen sie stark. Vollständig sind die Ursachen der Gletscherschmelze nicht geklärt, aber das behauptet auch niemand. Die ZDF-Kollegen von Klaus Kleber, Katja Hornefer und Tarek El-Kabani hatten bereits im letzten Jahr sehr detailliert beschrieben, worin die Gründe für die Flutkatastrophen in Pakistan und letztlich auch in Bangladesch liegen. Hören Sie mal. Also deswegen so katastrophal für Pakistan, weil zwei Dinge zusammenkamen. Zum einen der Monsun, der durch La Nina eher verstärkt als abgemildert wurde, und zum anderen durch das Hitzehoch über Russland, das eine normale Wetterentwicklung verhinderte. Wenn allerdings ein warmes Frühjahr und starke Niederschläge durch einen ungewöhnlich starken Monsun zusammenkommen, kommt es schnell zu Flutkatastrophen, wie 2007 bei den Südasienfluten, als Indien, Nepal und Bangladesch gleichzeitig betroffen waren. Die Fluten 2010 in Pakistan waren Regen, ein Russlandhoch und La Nina verantwortlich, und den Einfluss des Klimawandels auf La Nina kann man nicht belegen. Das ZDF hat das allerdings auch nicht behauptet, dass Pakistan deswegen ein Opfer ist. Diese Behauptung hat der Solarkritiker aufgestellt. Bangladesch gilt nach Indien und Nepal nicht ganz ohne Grund als das Land, was am schlimmsten vom Klimawandel betroffen ist und sein wird. Es ist das am dichtesten bevölkerte Land der Welt und 75% des Landes liegen nicht höher als 10 Meter, sodass bei fehlendem Küstenschutz mit steigendem Meeresspiegel Überschwemmungen schlimmer werden. Das ZDF hat zwar das Problem etwas zu einfach dargestellt, aber keinerlei falsche Behauptungen aufgestellt. Mit der Walker-Zirkulation und dem Indischen Ozean-Dipol lassen sich die Häufung von Tropenstürmen nicht erklären. Es ist auch äußerst überheblich zu denken, dass Klimaforscher so dilettantisch sich verhalten, dass solche Faktoren nicht in ihren Modellberechnungen berücksichtigt werden. Bei der ganzen Klimahysterie von Klaus Kleber darf ein Thema nicht fehlen: das angebliche Versinken von Südseeinseln. Haben Sie sich eigentlich schon einmal gefragt, warum die teuer angelegten künstlichen Inseln in Dubai nicht vom angeblichen Meeresspiegelanstieg bedroht sind? Anschließend geht der Autor auf den steigenden Meeresspiegel und die versinkenden Inseln ein und fragt polemisch, warum denn nicht die künstlichen Inseln in Dubai untergehen. Was tun sie dank Platzer Immobilienblase ganz ohne Klimawandel? Darüber hinaus ist der Persische Golf eine flache Meeresbucht, die nicht einem Ozean, sondern eher einem Nebenmeer wie dem Mittelmeer entspricht. Niemand behauptet, dass überall der Meeresspiegel steigt. An manchen Regionen bleibt er gleich, aber global gemessen steigt er. Im 21. Jahrhundert können wir nach IPCC-Berichten im besten Fall von 18 bis 38 cm und im schlimmsten Fall von 26 bis 59 cm Meeresspiegelanstieg ausgehen. Danach stellt der Solarkritiker die verrückte These auf, dass die ganzen Inseln aufgrund von Plattensubduktion versinken und liefert als Beweise superlativ geladene NTV- und N24-Reportagen, die auf dem Niveau dieser Reportage arrangieren. Mit 1945 mehren sich in Südamerika plötzlich UFO-Sichtungen. Haben die Nazi-Ingenieure ihren Stützpunkt verlagert? Darüber hinaus sind die Geschwindigkeiten, in der sich Platten übereinander schieben, sehr gering und lagen sich dann von Zeit zu Zeit, wie im Jahre 2004 in Sumatra oder 2011 in Japan, um mehrere Meter. Für die Behauptung, dass Südseeinseln aufgrund von Plattentektonik untergehen, fehlt jeglicher wissenschaftlicher Beweis. Der Solarkritiker will uns also heiß machen, dass es den entscheidenden Meeresspiegel gar nicht gibt. Um das zu glauben, muss man schon sehr ignorant sein, wenn man sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hatte. Da bis jetzt der gesamte Gastbeitrag sehr inhaltsleer war, werden wir abschließend einen Harald Schmidt und einen Fahri Rainer-Ausschnitt gezeigt, die beide eigentlich allgemeine Medienkritik betreiben, aber von Solarkritiker dazu instrumentalisiert werden, um die eigenen Halbwahrheiten und Manipulationen glaubwürdig erscheinen zu lassen. Man hätte vieles an der ZDF-Reportagerei kritisieren können. Zum Beispiel klingt die gesamte Musikuntermalung wie ein Thriller. Oder dass das ZDF Geopolitik und Klimawandel nicht auseinanderhalten kann. Es kommen Befehle aus Neu-Delhi, die ihm den Mund verbieten. Die chinesische Grenze ist ein zu heißes Thema. Chinas Konkurrent und Widersacher. China hat Tibet vor langer Zeit annektiert. Jetzt wird es die Beute nicht mehr loslassen.
Basis des 81. Bataillons der indo-tibetischen Grenzpatrouille. Ihre Mission? China in Schranken halten. Oder dass das ZDF mögliche Folgen des Klimawandels zu einfach erklärt und dass die Wahrscheinlichkeiten der Klimaszenarien einfach unter den Tisch fallen und zum Beispiel aus einer 90%igen Chance, dass Überschwemmungen im indischen Subkontinent schlimmer werden, bei Klaus Kleber zu 100% mutieren. Es gab genug, was man hier seriös und wissenschaftlich hätte kritisieren können. Allerdings hat hier der Solarkritiker Rainer Hoffmann schlimmer als das ZDF manipuliert, denn die haben nur den Wert auf eine möglichst effekthascherische Darstellung des Klimawandels gelegt, aber immerhin sich nicht aus den Fingern gezogen und Zusammenhänge erstellt, wo eigentlich gar keine sind. Fernsehkritik TV hat durch diesen Beitrag viel an seiner Glaubwürdigkeit eingebüßt. Klimawandel ist keine Glaubensfrage, er ist real und wir müssen unser Verhalten gegenüber der Natur weltweit ändern, damit dieser Planet auch für kommende Generationen erhalten bleibt. Aber wenn man so ein bisschen nachrecherchiert und nachhakt, dann kommt man doch schnell auf den Gedanken, dass bei manchen wohl eher der Klimakoller im Kopf stattfindet.